Hallöchen Leute, willkommen im Tigerentenclub. Bei uns wird es heute mega kreativ und mega bunt. Unser Thema heute, selbstgebastelte Weihnachtsgeschenke. Also das machen wir zusammen mit unserem Do-It-Yourself-Experten und YouTuber Dimmi. Aber es gibt natürlich auch das Duell Tigerenten gegen Frösche. Tigerentenclub. Mit Günther Kastenfrosch, Club-DJ Max. Und hier sind Amelie und Johannes. Guten Tag, Leute. Schön, dass ihr da seid. Hallo, es ist Wochenende. Ihr seid richtig im Tigerentenclub. Und nicht nur Johannes und ich sind gut drauf. Nee. Nein, auch unsere Teams, die Frösche und Tigerenten. Günther Kastenfrosch hat sich schick gemacht. Eben hier, was ist das? Ein gelber Smoking. Hervorragend. Wir freuen uns auf Action im Hochseilgarten, auf kleine fiese Überraschungen im Quälgang und auf zwei mega starke Teams. Und das erste starke Team wird vorgestellt von mir. Es sind nämlich die Frösche. Meine Frösche kommen aus Baden-Württemberg von der Realschule im Aurein. Hier ist Lara, Lea und Julian. Und die da drücken euch ganz fest die Daumen. Hier ist eure Klasse. Let's go! Wir glauben ganz fest an euch. Ihr schafft das. Wir drücken euch die Daumen. Wir wünschen euch viel Erfolg. Meine Tigerenten kommen vom Ludwig-Frank-Gymnasium aus Mannheim. Hier sind für euch Katharina, Sophia und Adam. Und ihre Klasse ist uns live zugeschaltet. Hallo Tigerenten! Die Hütte brennt hervorragend. So wollen wir das haben. Kommen wir zum Frösche-Check. Und wir beginnen mit Lara. Lara macht Zumba und ihr großes Vorbild ist Ariana Grande. Dann haben wir die Lea. Lea spielt Feldhockey und ist Schwimmerin. Was ihre Lieblingsdisziplin ist, das erfahren wir später. Julian spielt am allerliebsten Hockey und Fußball. Und eins davon will er später mal beruflich machen. Das sind meine Tigerenten. Ich starte mit Sophia. Sie will Astronautin werden und den Weltraum erforschen. Katharina will nach Japan reisen, denn sie liebt Animes und Mangas. Und sie hat ein großes Ziel, sie will Chefin eines großen Unternehmens werden. Und kommen wir zu Argent. Er liebt Fußball, sein Lieblingsverein ist Waldhof Mannheim und sein großes Vorbild, niemand Geringeres als CR7, also Cristiano Ronaldo. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin bereit für das erste Battle. Kommen wir zum Team. Check. Jetzt ist das ganze Team gefragt. Wir spielen Pantomime. Bevor wir loslegen, möchte ich von meiner Klasse wissen, was eure Schule denn besonders macht. Also wir haben mit Jumpstar angefangen in der Schule. Jumpstar? Jumpstyle. Jumpstyle, das ist ein Dance, richtig? Ein Tanz. Den habt ihr zusammen gemacht und den haben wir natürlich auch zusammen geprobt. Ja? Den wollen wir jetzt mal aufführen, damit die Tigerenden da drüben auch richtig Angst vor uns kriegen. Und dafür brauchen wir DJ Max. Ich hätte Max, was vorbereitet hast du da was für euch. Bavarian-Style-mäßiges vorbereitet? Ich habe was rausgesucht. Passt auf, seid ihr bereit? Nein, wir müssen uns aufstellen. Komm. So, dann schauen wir alle mal zu den Tigerenten. Okay. Hoffentlich klappt das jetzt. 3, 2, 1. Let's go! 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das war stark! Und wieso lernt ihr sowas in der Schule? Ihr seid eine bilinguale Klasse. Ja. Was bedeutet das genau, Lea? Also wir haben Kunst, Sport und Geo auf Englisch. Auf Englisch. Das heißt, Lara, du wirst nachher auch was Englisches singen. Ja. Da können wir gespannt sein. Ja, Leute, richtig gut vorgelegt. Ich drücke euch die Daumen, aber so ein bisschen mehr drücke ich natürlich meinen Tigerenten die Daumen. Großartiges Team habe ich da. Und Sophia, verrat mir bitte, was macht denn eure Klasse besonders? Wie würdet ihr euch beschreiben? Wir sind ein bisschen chaotisch, aber trotzdem haben wir eine tolle Klassengemeinschaft und wir halten immer zusammen. Katharina, was heißt denn, ihr seid so ein bisschen chaotisch? Also, wir sind manchmal ziemlich verrückt und lassen uns ziemlich kreative Sachen oder wie gesagt schon verrückte Sachen. Aber wie Sophia auch schon gesagt hat, wir helfen uns auch gegenseitig. Also wenn jemand Hilfe braucht, helfen wir ihm. Und genau das machen wir heute als Team auch, okay? Wir unterstützen uns gegenseitig, wir feuern uns an, denn das ist die Formel für den Erfolg im Tigerentenclub. Und ganz wichtig, man braucht natürlich auch Notbremsen, die wollen wir uns jetzt erspielen. Wir brauchen Argent von den Tigerenten. Und Julian von den Fröschen, bitte hier vorne auf diesen wunderbaren Farbkleckser. Und Günther, wir brauchen jetzt Kategorien, weil wir spielen Pantomime. Dankeschön, Günther.
Danke vielen, vielen schön. Dank. Danke ihr schön, Günther. Habt 30 Sekunden Zeit. Wir Frösche legen los. Ihr schreit rein, wenn ihr wisst, worum es geht. Unser Thema ist Sport. Sehr gut, Julian. Dann legen wir los in 3, 2, 1, los! Probier's. Probier's, weiter, okay. Klettern! Sehr gut! Schwimmen! Und nicht sagen? Fußball spielen! Eislaufen! Schlittschuhlaufen! Was gibt's noch? Fußball! Skaten, Rollschuh fahren! Fast! Das kannst du noch! Joggen! Was wäre das letzte gewesen, Julian? Warte! Karate. Aber zwei haben wir richtig, schon mal gut vorgelegt. Zwei richtige für die Frösche, auch für euch nochmal ganz kurz die Spielerklärung. Arjen macht euch Begriffe vor, ihr ruft einfach rein, für jeden richtigen Begriff gibt es einen Punkt. Wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, sagst du weiter, kommt der nächste Begriff. Ja. Es geht um Sportarten, auch ihr habt 30 Sekunden Zeit, es geht los. In 3, 2, 1, go! Seilspringen ist richtig. Basketball. Volleyball. Basketball ist richtig. Tennis. Federball. Tischtennis. Tischtennis ist richtig. Joggen ist richtig. Skilaufen. Fußball. Schlittschuhlaufen. Weiter. Inliner ist richtig. Inlineskating. Tanzen. Zumba. Tanzen ist auch richtig. Wir brauchen gar keine Begriffe mehr. Komm. Zeit ist vorbei, Leute. Ach ja, liebe Tigerenten. Zwei richtige für die Frösche. Wir haben 6 richtige und das bedeutet, wir bekommen die erste... Notbremse, richtig! Guter Tanz! Könnt doch aufholen. Super! Das war unser Teamcheck, Pantomime. Die Frösche haben angefangen. Julian klettert sich zum ersten Punkt. Schwimmen wird auch erraten. Beim Skifahren tut er sich nicht so leicht. Und Karate leider auch. Arjen gibt alles mit den Seilspringen, mit den Inlineskaten. Dann sehen wir hier Tischtennis. Und ganz am Ende wird ein bisschen gegroovt, da wird getanzt. Also erste Notbremse für die Tigerenten. Im Tigerenclub geht es natürlich nicht nur um Notbremsen, wir spielen auch um 2 Spenden. Da geht es um 600 Euro und 400 Euro. Wir unterstützen die Kinderhilfsaktion Herzenssache vom SWR und vom SR. Und Katharina, wohin geht dann unsere Kohle? Also es geht zu einem Verein, der heißt Schach für mehr Konzentration. Und dort werden vor allem hyperaktive Kinder, also Kinder, die sich nicht so gut konzentrieren können, sie können dort Schach spielen, denn Schach hilft der Konzentration, denn da muss man sich auch wirklich gut konzentrieren und fördert die Sozialkompetenz. Ja. Das Ganze ein Projekt des deutsch-russischen Schachvereins in Saarbrücken. Tolles Projekt der TIGEN. Die Frösche spenden ihre hoffentlich 600 Euro an ein tierisches Projekt. Das heißt tierische Glücksmomente. Ja, Worum geht es denn da? Also wir haben uns das Projekt tierische Glücksmomente ausgesucht, weil dort schwerkranke Kinder und ihre Geschwister ihren therapiebestimmten Alltag auf einem Rücken des Ponys vergessen. Und Tiere beruhigen nämlich, oder? Ja. Und dann wird man schneller gesund. Ja. Ein wunderschönes Projekt und wir kommen oder hüpfen jetzt gleich zur zweiten Notbremse, zum Froschhüpfen. Sophia hüpft gegen Lea. Lea, bevor wir losstarten, möchte ich von dir wissen, was du denn für Hobbys hast. Ich schwimme und spiele Feldhockey. Du schwimmst und spielst Feldhockey und du schwimmst im Verein. Ja. Was ist denn da deine Disziplin? Also Brustschwimmen ist meine Lieblingsdisziplin. Und was machst du noch für Disziplin? Altdeutsch, Kraulen, Brustschwimmen. Also fast alles. Was ist denn Altdeutsch genau? Also man geht mit den Armen so nach hinten und dann so. Also wie Delfinschwimmen rückwärts einfach? Ja, so ungefähr. Und dein Lieblingsreiseziel ist Hawaii. Willst du da schwimmen gehen oder wieso? Der Strand sieht eigentlich sehr schön aus und das Meer. Das Meer sieht auch sehr schön aus. Ja, da möchte ich auch unbedingt mal hin. Du magst aber beruflich gar nichts mit Wasser machen. Nein. Was willst du werden? Ärztin. Ärztin? Weißt du schon, welche Richtung? Eher Kinder und Chirurgie. Kinder und Chirurgie. Da haben wir eine zukünftige Ärztin bei uns im Team. Sophia hat auch ein weites Reiseziel, aber das ist sehr, sehr weit weg. Das ist nämlich der Weltall. Sophia, was möchtest du später werden? Ich möchte Astronautin werden.
Wie kamst du dem Wunsch? Was findest du daran so gut? Also ich finde es cool, schwerelos zu sein und ich experimentiere sehr gerne. Experimentierst du jetzt schon? Ja. Was machst du denn da? Ich mische manchmal einfach irgendwas und dann manchmal sprudelt's oder ja. Hast du ein Beispiel für mich oder nimmst du alles, was so bei euch zu Hause rumsteht? Einfach irgendwas. Irgendwas, gut. Also wenn Mama irgendwie da, weiß ich, ein bisschen Suppe, vom Papa ein bisschen Haarshampoo und so und dann... Okay, das klingt abenteuerlich. Leute, dann kommen wir zu eurem Spiel Froschhüpfen. Bitte stellt euch hinter die Felder. Der Computer gibt euch gleich Hüpfreihenfolgen vor. Ihr müsst sie nachhüpfen. Zuerst sind es 3 Felder, dann sind es 5 und ganz am Ende sind es 10 Felder. Genau. Und jetzt einmal noch durchatmen, konzentrieren. Hier kommt eure erste Hüpfreihenfolge. Beim ersten Ton geht's los für euch. Dann lösen wir auf bei Lea. Lea, wie hat sich's angefühlt? Alles richtig. Alles richtig. Gut reingestartet. Schauen wir mal. 1, 2, 3. Erstes Level bestanden. Sehr gut. Dann das Ergebnis für Sophia. 1, 2. Sehr gut. Also, easy peasy für euch. Weiter geht's mit 5 Feldern. Jetzt in die Mitte. Und auch hier geht's beim ersten Ton los für euch. Sophia, was sagt dein Astronautinnenbauch? Weiß nicht. Ich glaube, auf jeden Fall 4, richtig? Auf jeden Fall 4. Fände ich gut. Wir schauen uns das Ergebnis an und die Tigerenten zählen mit. 1, 2, 3, 4, 5. Alle richtig. Bei gut, Sophia. Sophia. Lea, was ist dir gerade passiert? Ich bin weggerutscht wieder. Du bist weggerutscht. Okay, was glaubst du? Bei 1 haben wir richtig. 2 vielleicht. 2 sogar. Na also, dann schauen wir mal rein. 1, 2. 2 richtige. Das kann passieren. Aber leider geht die zweite Notbremse somit an die... Tigerenten! Zweite Notbremse für Team Gelb. Das bedeutet 2 Notbremsen aktuell für die Tigerenten. Die Frösche haben noch keine, aber das kann sich natürlich alles jederzeit ändern. Ich werde noch aufholen. Sophia gegen Lea beim Froschhüpfen und Lea springt versehentlich aufs falsche Feld. Nicht schlimm, kann passieren. Sophia hat alle 5 Felder richtig. Das bedeutet zweite Notbremse für die Tigerenten. Und wir sind zurück im Clubraum und es ist ja aktuell so, dass wir ganz viel zu Hause sitzen. Aber wir haben heute einen Mega-Tipp für euch, wie wir diese Zeit nutzen können. Und zwar am besten, wir basteln unsere Weihnachtsgeschenke selbst. Wie das funktioniert, das wollen wir heute herausfinden. Und zwar mit ihm hier, mit YouTuber und Do-It-Yourself-Experte Dimi. Hello, ich bin Dimi und willkommen auf dem Kanal Dimxo. Ich habe mal ein Neonschild gemacht und habe dann einfach Farbe drüber gekippt. Und ich habe auch das gleiche noch mit Schuhen hier gemacht. Geht wirklich so einfach. Blackpink in your area. Do-It-Yourself-Experte Dimi ist nicht nur wahnsinnig kreativ, sondern kann auch richtig gut basteln. In seinem YouTube-Kanal Dimxo präsentiert er coole Ideen für originelle und selbstgemachte Bastelprojekte. Das Beste daran, sie sind einfach zu machen. Viele Dinge davon findet man auch zu Hause und müssen nicht extra eingekauft werden. Für den Tigerentenclub hat er mega Weihnachtsgeschenkideen mitgebracht. Also los, bastelt mit! Dann wollen wir mal kreativ werden. Hier ist für euch Dimi! Hallöchen! Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Hi! Dimi, wir wollen heute Weihnachtsgeschenke selbst basteln. Yes. 3 Sachen werden wir machen. Wir fangen an mit Stickern, die jeder selbst machen kann. Wie starten wir denn? Also an sich ist es ein mega einfaches DIY und kurz vorab, alle Sachen, die man dafür braucht, bekommt man eigentlich in jedem Supermarkt. Ja. Wir brauchen einmal so Backpapierzuschnitte. Ganz wichtig,
transparentes Klebeband und dann halt noch die jeweiligen Motive. Die können zum Beispiel so aussehen. Also ich habe da einfach so eine Collage jetzt zusammengestellt und wir müssen als allererstes diese Motive ausschneiden. Also schnapp dir gerne eine Schere und dann können wir das Ganze auch ausschneiden. Wenn du möchtest, kannst du auch irgendwie Bilder von deinen Freunden nehmen oder von deinen Freundinnen oder von deiner Familie. Oh, das ist so eine coole Idee. Dann wird es ja sehr persönlich, wenn ich sowas mache. Genau. Also da kannst du voll frei entscheiden und es ist einfach ein sehr individuelles Geschenk. Ne? Also das macht eigentlich echt Spaß, es zu machen. Wie hat das denn bei dir angefangen, diese DIY-Leidenschaft? Wo kam die her? Ich habe eigentlich schon immer gerne gebastelt. Also ich habe früher immer meiner Familie lieber Dinge verschenkt, die ich selber gemacht habe, statt irgendwie Sachen zu kaufen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, hey, warum zeige ich das nicht online? Weil, um ehrlich zu sein, ich habe irgendein Hobby gebraucht. Ich hatte sehr viel Langeweile und deswegen habe ich dann YouTube für mich entdeckt und präsentiere da jetzt mittlerweile seit 7 Jahren meine Ideen. Der YouTube-Kanal heißt Dimkso, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, ist der Tipp. So, jetzt haben wir die Bildchen ausgeschnitten und jetzt? Genau, perfekt. Das Ganze packen wir jetzt einfach hier drauf. Ich habe jetzt hier unten schon mal einen Klebestreifen hingeklebt. Diese Bildchen kommen jetzt hier drauf und on top kommt jetzt einfach wieder noch ein Klebestreifen. Also das heißt Backpapier beschichtet, dann ein durchsichtiger Klebestreifen drauf. Genau. Und dann? Dann kommen die Motive drauf und on top wieder ein Klebestreifen. Einfach damit die Motive dann quasi eingehüllt sind im Klebeband und somit dann so eine Schutzschicht entsteht. Das Ganze schneidet man dann wiederum nochmal aus. Ja. Und das sieht dann so aus, als Beispiel. Ganz cool. Und dann hat man hier zum Beispiel das Backpapier, das zieht man dann einfach ab. Und dann hat man direkt diese Ebene, die halt klebt. Und kann entweder die Sticker so verschenken oder verschiedene Dinge damit bekleben. Also die Frage ist ja auch, wie verschenke ich Sticker, weil ich will die ja nicht nur so, hier Mama, hier Papa, ja, freuen, das ist ja irgendwie auch doof. Das stimmt, also wenn man möchte, kann man es so wie ich machen. Ich habe zum Beispiel diese Trinkflasche hier online gekauft und ich fand sie etwas langweilig, deswegen habe ich einfach verschiedene Sticker draufgeklebt. Ich kann auch diesen Sticker hier direkt auch noch draufpacken, so, ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus. Oder beispielsweise so kannst du die Sticker cool verpacken und verschenken. Und wo sind die Sticker jetzt hier? Genau, die sind quasi innen drin. Das ist nämlich so eine Art Prank. Also da kann man zum Beispiel seine Freunde pranken, damit sie erstmal denken, hey, du schenkst mir einfach ein Glas, wo Süßigkeiten drin sind. Aber da steckt was anderes hinter. Du brauchst dafür einfach ein Marmeladenglas. Hat man ja eh immer zu Hause, kann man einfach auswaschen, kann auch irgendwie so ein Gurkenglas sein oder so. Dann brauchst du eine Klopapierrolle, haben wir auch reichlich zu Hause momentan. Aktuell haben wir alle ein bisschen mehr davon, ja. Die platzierst du einfach mittig und umrum packst du dann deine Süßigkeiten rein. Da empfehle ich ja immer so ganz kleine Süßigkeiten, die halt wirklich reinpassen. Und das Ganze sollte am Ende dann so aussehen. Also die Klopapierrolle kann man jetzt nicht mehr sehen. Und innen drin hat man halt genug Stauraum, um kleine Goodies zu verschenken. Super coole Idee. Und das Schöne ist, jeder von euch zu Hause kann das wirklich selbst machen. Die Anleitung zu den Stickern von Dimi gibt es übrigens auf tigerentenclub.de. Und da könnt ihr noch was anderes machen, denn Günther hat uns auch ein Weihnachtsgeschenk dagelassen, Dimi, für uns beide. Er hat allerdings nur eins und es ist ein Geschenk von Günther. Das heißt, wir wissen nicht, was drin ist. Ihr müsst entscheiden, wer bekommt dieses Geschenk, Dimi oder ich. Abstimmen auf tigerentenclub.de. Gleich werden wir coole Duschjellies zusammen machen. Das ist auch sehr, sehr spannend. Jetzt geht's aber weiter mit den Tigerenten und den Fröschen. Jetzt Spotlight an. Wir kommen zum Clubstar. Bewertet wird das Ganze in 2 Kategorien. Der Computer bewertet den Gesang und die Performance wird von DJ Max bewertet. Der guckt sich die Auftritte ganz genau an. Hallo Max. Hi, ihr beiden. Max, was erwartest du von unseren Mädels heute? Boah, heute wird's super aufregend, glaube ich, weil wir haben echt von beiden Seiten, bei den Fröschen und bei den Tigerenten, echt schwere Songs. Und da weiß ich noch nicht mal selbst, wie man die am besten performt. Also müssen uns heute mal überraschen lassen. Die Show wird eröffnet von Lara von meinen Fröschen und sie hat sich ein Liebeslied rausgesucht. Miley Cyrus mit Malibu. Hui, das hört sich schwierig an, oder Max? Ist es auch. Total interessante Künstlerin vor allen Dingen, weil Miley Cyrus hat ja angefangen als Schauspielerin, dann irgendwann hat sie so ganz bunte Musik gemacht und dann hat sie sich gedacht, ach komm, das ist nicht mein Ding. Und seitdem ist ihre Popmusik ein bisschen düster, finde ich sogar. Und Malibu ist ein total interessanter Song, fängt so ganz flach an, deswegen echt schwer zu performen und ich glaube auch richtig schwer zu singen. Und dann geht es aber so richtig nach vorne und wird dann noch eine Party. Also Lara, ich hoffe, du hast dir was Gutes überlegt. Danke, Max. Lara wird auf jeden Fall hier ordentlich Party machen. Ich freue mich drauf. Ihr schneidet euch zu Hause an. Liebe Lara, sei unser Clubstar. I never came to the beach, just a body ocean. I never sat by the shore, all that I saw with my feet in a sand.
you brought me here, and I'm happy that you did, 'cause now I'm as free as breath is catching the wind. Here I am next to you. Sky is more blue in Malibu. Next to you in Malibu. Next to you. Ich war auch ganz nah bei dir. Danke für den Move, der war sehr schön, liebe Lara. Bitteschön. Du hast aber ein ganz anderes Vorbild als Miley Cyrus. Ja, Ariana Grande. Ui, wieso das? Ich finde einfach ihre Stimme wunderschön und ihre Haare. Ihre Haare, ja, die habe ich auch immer neidisch. Ja. Ganz bis zum Boden fast. Was machst du denn sonst so, wenn du nicht gerade singst? Also ich gehe zum Zumba oder ich backe und koche sehr gerne. Zumba und backen und kochen, was ist Zumba nochmal genau? Da werden verschiedene Schritte gemacht und dann ist es halt auch ein Tanz, also sehr viel Bewegung. Also eine musikalische Klasse haben wir heute hier. Und was backst du am liebsten? Ein Schokokuchen. Schokokuchen, der wird aber schmilzen mit deinem Reiseziel. Wo willst du denn mal hin? Nach Dubai. Warum Dubai? Ich finde einfach die Wüste so schön, also den Sand und die Kamele und ja. Sehr romantisch. Und weißt du was, Lara? Der Computer hat dir 2 Punkte gegeben. Das ist schon mal sehr stark. Das ist gut. Und jetzt freuen wir uns auf den Auftritt der Tigerenten. Ich freue mich auf Katharina. Max, das Lied Wild and Free von Lena. Ist Lena leicht auf der Bühne hier zu kopieren, umzusetzen? Was denkst du? Ja, das kommt ganz drauf an, welchen Song du nimmst von Lena, weil die ist total verschieden von Album zu Album, erfindet die sich auch immer neu. Und bei dem Album jetzt, ich glaube Crystal Sky, der war es ein bisschen trauriger teilweise. Und auch der Song, der ist am Anfang eher so eine traurige Nummer, es geht aber dann darin, einfach frei zu sein im Leben und er entfaltet sich dann so richtig. Und gerade der Anfang ist es eben auch wie bei Miley Cyrus echt schwer zu performen und auch gar nicht so leicht zu singen. Ich weiß, dass sie das auf jeden Fall schaffen wird, weil sie eine wunderbare Stimme hat. Gleich sprechen wir über ihr großes Traumland Japan. Jetzt steht sie bei uns auf der Bühne. Liebe Katharina, sei unser Clubstar. What if all the ships were down and you feel you hit the ground and the truth is to be found? And there's a place where we can go when the time has come we know. We embed it inside our soul. Used to be in forever. Hear the better days and we are standing stronger. Let's go. Wie gut war das denn? Ich weiß es. Hat Spaß gemacht? Ja. Ey, mich hast du umgehauen. Das war so ein schöner Auftritt. Ich verrate ja gleich, wie viele Punkte du bekommen hast. Okay. Vorher lass uns über dein Land Japan reden. Warum möchtest du unbedingt nach Japan? Also ich finde es als erstes ziemlich schön. Und ich mag es auch wegen den Animes und Mangas und würde auch gerne nach Tokio. Sag mal, für alle, die es nicht wissen, was ist denn der Unterschied zwischen Mangas und Animes? Also Mangas sind so Bücher und Animes sind Serien. Also man kann das schauen und Bücher, also die Mangas liest man. Hast du eine Lieblings-Anime-Serie? Nein, ich finde ziemlich viele toll und das kann ich mich nicht entscheiden. Zum Beispiel? Also Naruto ist gut. Ja. Und ja, Hunter x Hunter. Es gibt viele. Es gibt auf jeden Fall viele. Naruto finde ich auch cool, habe ich auch gesehen. Mensch, jetzt verrate ich dir die Punkte. Also, es gibt für Katharina nicht einen Punkt. Nee. Nicht zwei. Es gibt 3 Punkte vom Computer. Danke. Max,
Jetzt liegt's an dir. Wir haben 2 Punkte bei den Fröschen, 3 bei den Tigern. Richtig spannend. Katharina, ich fange mal mit dir an bei den Tigerenten. Du hast eine wahnsinnig gute Stimme, wirklich. Also du kannst auch diese langen Töne echt gut halten und du variierst auch so schön und das hat echt was. Und ich fand vor allen Dingen diese Drehung am Anfang, weil ich habe mich gefragt, wie setzt man diesen Anfang von dem Song am besten um? Das hast du echt cool gemacht, wie du dich so reingedreht hast und du warst so richtig emotional. Man hat gemerkt, du lebst gerade den Song. Von daher gibt es von mir für die Tigerenten, weil danach nicht mehr ganz so viel kam, aber der Anfang gut war, für die Tigerenten 2 Punkte. Und für die Frösche, Lara, super cool, du hast dich mega viel bewegt. Ich fand diese Moves geil. Ich weiß nicht, was ihr da gedealt habt, Amelie und du. Richtig cool, auch die Drehung. Von mir gibt es für die Frösche 4 Punkte für die Performance. Das bedeutet 5 Punkte bei den Tigerenten. Und 6 für die Frösche und Lea jubelt schon. Und du jubelst zurecht, wir haben unsere erste Notbremse. Mega hoch. Sehr schön. Lara von den Fröschen singt einen Hit von Miley Cyrus und Katharina singt Wild and Free von Lena. Aktuell steht es 2:1 auf dem Notbremsenkonto. Und wir sind zurück im Clubraum und wollen uns darum kümmern. Das sind Duschjellies. Dimi, was sind Duschjellies? Nichts zum Essen, oder? Nee, das ist quasi Duschgel, aber mit so einer wabbeligen Konsistenz. Also es fühlt sich an, als ob man so einen Pudding oder so in der Hand hat. Ja, aber die duften total gut. Genau, die kann man auch super einfach selber machen und man spart auch super viel Geld. Denn teilweise kosten sie 7 oder 8 Euro. Ein Teil? Genau, aber im Geschäft sind sie ein bisschen größer, ne? Muss ich noch dazu sagen. Okay, okay. Aber trotzdem viel zu überteuert. Wir machen das jetzt deutlich preiswerter und alles, was wir hier haben oder vieles, habt ihr zu Hause. Wie fangen wir denn an? Genau, also vorab gesagt, das mega gut an diesem DIY, alle Dinge, die man dafür braucht, bekommt man eigentlich in der Backabteilung. Cool. Außer das Duschgel, aber sonst alles. Das heißt, mega einfach, man muss nichts online bestellen oder so. Wir müssen im allerersten Schritt erstmal 700 Milliliter Wasser zum Kochen bringen. Mhm. Das haben wir jetzt hier natürlich schon mal vorbereitet. So. Also wenn ihr das zu Hause nachmacht, reicht nicht nur einfach, das in den Wasserkocher reinzupacken, sondern es muss wirklich kochen. Und da lösen wir jetzt die Gelatine quasi mit auf. Was ist denn, wenn ich keine Gelatine benutzen möchte, weil ich keine Lust auf tierische Produkte habe? Genau, da kann man zum Beispiel Agar-Agar benutzen. Das ist eine Alternative und dann ist das Ganze vegan. Okay, also, cool. Das kann man frei wählen und man muss dann einfach die Gelatine im Wasser verdünnen. Ich nutze dafür meistens so ein Päckchen. Wenn man Agar-Agar benutzen sollte, muss man etwas mehr reintun. Okay. Genau. So, die Gelatine löse ich jetzt auf und dann gebe ich noch das zweitwichtigste hinzu und zwar unser Duschgel. Desto mehr man jetzt hier benutzt, desto mehr Schaum hat man am Ende. Ne? Das heißt, viel Schaum. Wir wollen natürlich viel. Komm, also, drück mal richtig drauf. Schön rein damit. Sehr gut. Yes. Oh, und da kann ich auch jedes Duschshampoo nehmen oder gibt es da... Du bist an sich voll frei. Ja, okay, also das kannst gut. du frei bestimmen. Was ich aber empfehlen kann, ist lieber entweder, ja, so wie wir, quasi so ein transparentes Duschgel zu nehmen oder ein weißes, damit man es später besser einfärben kann, wenn man so rotes zum Beispiel Duschgel haben okay. möchte. Ne? Also heißes Wasser, Duschshampoo rein, Gelatine oder Agar-Agar. So, das und sind dann? Lösen. Und jetzt brauchen wir so kleine Förmchen. Da haben wir entweder so Silikonförmchen, das könnt ihr auch voll frei entscheiden. Oder ihr könnt so wie wir machen, und zwar nehmen wir einfach so Gläschen. Dann hat man auch größere Duschjellies. Das Ganze kommt jetzt einfach hier rein. Dann kann man die wahrscheinlich auch in der Badewanne auflösen, würde auch funktionieren, oder? Das wird theoretisch auch funktionieren, ja, dann hat man so ein schönes Schaumbad. Ne? Aber ich finde es gerade, beim Duschen ist es ganz cool, weil dann hat man diese wabbelige Konsistenz und es ist einfach mal was Neues. Schon witzig, oder? Ja. So, aber wie kriegen wir die Farbe da rein? Welche Farbe würdest du denn gerne haben? Was Rotes. Rot, let's do it. So, wir haben dafür Lebensmittelfarben gekauft. Man kann auch Seifenfarben benutzen. Die sind beide hautverträglich. Und wir packen jetzt einfach ein paar Tropfen davon hier rein. So. Ich mach noch ein bisschen Blau hier rein. Ja, cool. So. Oh. Desto mehr, desto besser. Das Ganze vermischen wir jetzt einfach immer rein damit. Put it in. Yes. So. Und jetzt kann man das Ganze entweder so stehen lassen oder noch verschiedene ätherische Öle reinpacken, Aromen oder so wie wir, dieses essbare Glitzer hier. Man kann auch Kosmetikglitzer kaufen. Ganz wichtig, wenn man dieses DIY nachmacht, benutzt kein Bastelglitzer, weil das sind kleine Mikropartikel und die sind einfach nicht umweltfreundlich. Also benutzt lieber... Ja, natürlich sowas. Das sprühen wir jetzt einfach nochmal drüber, damit das Ganze am Ende schön goldig ist. Und vor allem dieser Lebensmittelglitzer, der kann auch in den Mund mal kommen, das ist überhaupt kein Problem. Es ist halt dafür gemacht, genau. Es ist eigentlich für Kuchen und so. Also alles voll hautverträglich auch. Und das kommt jetzt für 12 Stunden in den Kühlschrank rein, damit es einfach diese wabbelige Konsistenz bekommt. Wir sind natürlich super vorbereitet und haben hier schon kleine Duschjellies stehen. So sieht es also am Ende aus, wenn ihr diese Duschjellies 12 Stunden lang im Kühlschrank? Im Kühlschrank, genau. Im Kühlschrank stehen habt lassen. Und auch dazu gibt es die Anleitung auf tigerettenclub.de. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit den Tigern und den Fröschen im Studio.
Die Tigerenten haben zwei Notbremsen, die Frösche haben eine Notbremse auf dem Konto. In dem nächsten Spiel können wir uns aber eine weitere erspielen. Wir kommen zum Wiss-Quiz. Und folgende Kategorien haben wir heute für euch vorbereitet. Das sind sie, liebe Leute. Wir haben für euch Tiere, Berufe, Umwelt, Essen, Erdkunde und Feuerwehr. Und weil die Frösche aktuell hinten liegen, dürft ihr auch anfangen. Julian darf buzzern. Der Zufallsgenerator läuft ab jetzt. Und Julian buzzert sich die Feuerwehr. Und da ziehen wir Johannes mal ein Feuerwehrkostüm an. Wir haben euch ein kleines Experiment vorbereitet, und zwar in der Feuerwehrschule in Koblenz. Das ist Matthias. Matthias ist Ausbilder hier. Und Matthias, erklär doch mal bitte unseren Versuchsaufbau. Wir haben einen Topf mit brennendem Fett vorbereitet. Da gießen wir jetzt gleich Wasser rein und zeigen einfach mal, was passiert, wenn man versucht, brennendes Fett mit Wasser zu löschen. Und das kann ja mal passieren, dass so ein bisschen Fett in der Pfanne beispielsweise brennt oder im Topf. Und was man sagen kann, das soll man auf gar keinen Fall mit Wasser löschen, oder? Genau. So, dann geht's los. Zack. 3, 2, 1, go. Alter Vater. Das geht ja richtig ab, Matthias. Ja. Warum reagiert denn das Wasser so mit dem Fett? Das ist so, dass das Wasser in den Topf hineinkommt, da schlagartig verdampft und dabei halt dann alle Fettpartikel mit nach oben zieht und das dann die Entzündung auslöst. Also eine Fettexplosion. Und vor allem, es brennt ja immer noch. Also wurde ja gar nicht gelöscht. Genau, in dem Fall hat Wasser ganz klar absolut keinen Löscheffekt. Aber wie kann ich denn in so einer Situation mich richtig verhalten? Wie lösche ich denn sowas? Ganz klar, die Feuerwehr rufen. Das ist wahrscheinlich die allerbeste Lösung. Ihr seid ja schließlich die Profis. Und genau das ist unsere Frage für euch im Studio. Wenn ihr die Feuerwehr rufen wollt, welche Nummer müsst ihr wählen? Ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst und Lara, beim Backen und Kochen, wenn Fett brennt, nie mit Wasser löschen. Eure Frage von Johannes heißt aber anders. Mit welcher Telefonnummer ruft man die Feuerwehr? Ist es A 110, B 112 oder C 115? C. Nein, B. Also B. Ja, B. B. Und wieso, wie kommt ihr drauf? Weil Polizei ist 110, Krankenwagen ist 115 und Feuerwehr ist 112. Julian ist auch mit einverstanden. Liebe Lea, du hast es dir fast richtig hergeleitet. Die 110 rufen wir an, wenn wir die Polizei erreichen wollen. Die 115 ist ein Bürgertelefon. Und wenn es brennt, rufen wir die 112 an. Richtig! Dann sind jetzt die Tigerenten dran. Zufallsgenerator ab. Und ihr buzzert zusammen. Mal gucken, was rauskommt. Mach weiter. Es geht um Erdkunde, okay. Und da ist Wüste angesagt. In Südamerika gibt es eine große Sandwüste. Sie heißt Bettlaken von Maranao. Denn die Dünen erinnern an Laken, die zum Trocknen aufgehängt sind. Der Wind hält die Dünen in ständiger Bewegung. So entsteht ihre Sichelform. Jetzt nach der Regenzeit sind die Täler zwischen den Dünen mit Wasser gefüllt. Danilo bringt eine Gruppe von Touristen in die Wüste, ganz bequem mit dem Boot. Er erklärt ihnen, dass aus den Früchten der Palmen Getränke und Süßigkeiten gemacht werden. Danilo spricht die Landessprache Portugiesisch. Und das ist die Frage. In welchem südamerikanischen Land sprechen die meisten Menschen Portugiesisch? In welchem südamerikanischen Land sprechen die meisten Menschen Portugiesisch? Ist das A China, B Brasilien oder C Portugal? Also, was glaubst du? Portugal. Ja, würde ich auch sagen. Du? Oder Portugal. Ja, Portugal. Portugal. Na, also, nein, Brasilien. Gibt es Brasilien? Doch, Brasilien, oder? Ich weiß es nicht. Doch. Brasilien. Brasilien. Sagen Sie. Sophia hat sich nochmal eingeschaltet und wir nehmen jetzt. Ja, Brasilien. Ich glaube schon. Dann loggen wir ein Brasilien. Und Arjun, du weißt, was du jetzt zu tun hast. Wir brauchen nämlich einmal bitte den Ser Schnapri. Diese Antwort ist richtig, Leute! Ja, Sophia! Sehr gut. Wir haben noch Tiere, Berufe, Umwelt und Essen zur Auswahl. Zufallsgenerator ab, bitte. Und Julian
holt ja. uns die Kategorie Tiere und da geht es um Spinnen. Wow. Yeah. Spinnennetze sind erstaunliche Gebilde. Sie sehen so zart und empfindlich aus, dabei sind sie elastisch und stabil. Das ist praktisch, wenn ein dickes Insekt an den klebrigen Fangfäden festsitzt. Die Spinne läuft zu ihrem Opfer und fesselt es. Viele Jungtiere verlassen die Mutter mit einem Fadenfloß. Sie spinnen einen langen Faden und lassen sich vom Wind auf die Reise mitnehmen. Spinnen kann man übrigens leicht von Insekten unterscheiden. Sie haben 8 Beine, die Insekten 6. Und noch etwas gibt es, was sie von den allermeisten Insekten unterscheidet. Und das ist die Frage: Was haben Spinnen nie? Boah, da krabbelt es an meinem ganzen Körper. Ich wiederhole eure Frage. Was fehlt Spinnen, das die meisten Insekten haben? Ist es A, Flügel, B, Augen oder C, Haare? Flügel. Haare haben sie und Augen haben sie auch. Also Flügel, A. Flügel. Haare haben sie, Augen haben sie auch? Ja. Ja. Wir loggen ein A, Flügel. Und wenn Spinnen durch die Luft segeln, dann lassen sie sich meistens vom Wind tragen. Ihnen fehlen die Flügel. Zweiter Punkt. Liebe Tigerin Sophia, welche Kategorie hättest du gerne? Ist egal. Katharina, ist egal. Ja. Gut. Dann hast du freie Auswahl. Zufallsgenerator ab. Und es geht um Berufe. Und da schauen wir uns an, wie man Schuhe macht. Für handgefertigte Schuhe aus der Schuhmacherwerkstatt werden zuerst die Maße der Füße genommen. Nach denen wird ein hölzernes Fußmodell angefertigt. Darauf formt der Schuhmacher das Leder für den neuen Schuh. Viele Stiche mit der gebogenen Nadel und eine Menge Geduld sind nötig, bis der Schuh fertig ist und alle Nägel eingeschlagen sind. Über die Fußmodelle gibt es eine Redewendung. Sie besagt, man solle bei der Sache bleiben, die man kann. Und da ist die Frage: Wie heißen denn diese hölzernen Fußmodelle? Wie heißen die hölzernen Fußmodelle für die Schuhherstellung? Nennt man sie A, Senkel, B, Ahle oder C, Leisten? Hast du? Ich glaube A. Ah, ja, ich würde A. Was war A? Senkel, da steht's doch. Senkel, Ahle oder Leisten? Also, wir nehmen A. Oder ja? Ja. Dann loggen wir ein A, Senkel. Also mit dem Schnürsenkel bindet man die Schuhe ja zusammen. Ach, jetzt. Und eben im Film kam ja dieser Spruch, Schuster, bleib bei deinen... Senkel. Nee, nicht bei deinen Senkel, sondern bei deinen Leisten. C wäre richtig gewesen. Nicht schlimm, nicht schlimm. Julian, Lea, Lara, wir haben noch 2 Kategorien, und zwar Umwelt und Essen. Was würdet ihr lieber haben wollen? Essen. Also Julian, abbuzzer uns Essen. Zufallsgenerator ab. Knapp daneben, ja. Umwelt haben wir ja gerade. Das ist aber eine sehr süße Frage. Es geht nämlich um Schildkröten. An der Küste der karibischen Insel Curaçao gibt es Algenalarm. Im offenen Meer können solche Algenteppiche ein schützender Lebensraum für viele Meerestiere sein und sie binden schädliches CO2 aus der Luft. Doch an der Küste verdichten sie sich zu einer tödlichen Falle für Schildkröten, wenn sie zum Atmen nach oben kommen. Julietta und ihre Freunde bergen Schildkröten aus dem Algenteppich. Ihre Rettungseinsätze werden häufiger, denn die Algen vermehren sich zu stark. Und das ist die Frage: Was trägt zur gesteigerten Vermehrung der Algen bei? Eine Schildkrötenrettungsaktion. Ich wiederhole eure Frage. Was trägt zur gesteigerten Vermehrung der Algen bei? Ist es A, der Mondeinfluss, B, die Wassererwärmung oder C, Nährstoffarmut? Ich glaube A nicht. Nee, ich glaube auch nicht. B, glaube ich. Wasservermehrung. B oder C? Ach, was sollen wir nehmen? B oder C? Ich glaube B. Oder? Ich glaube auch B, weil du Nährstoffarmut ist ja eigentlich Ding. Wir probieren es mit B. Lea und Lara diskutieren und Julian lockt dann ein immer. Ist das hier? Ja, das ist ungefähr so. Weil, liebe Frösche, wenn das jetzt richtig ist, haben wir dieses Spiel gewonnen. Also loggen wir ein. Ja. B. Loggen ein B, Wassererwärmung. Und in dem Wort hören wir es schon, es geht um Erwärmung. Und die Algen vermehren sich aufgrund des Klimawandels. Deswegen ist B richtig. Ja.
Und damit haben wir ausgeglichen und die zweite Notbremse am Konto. Ja. Ja. Senkel oder leisten, das ist die Frage, die die Tigeretten die Notbremse kostet. Aber mir soll es recht sein, es bleibt spannend. Es steht 2:2 und wir sind zurück im Clubraum. Und es wird sehr, sehr bunt, denn wir werden mit euch jetzt diese wunderschönen Leinwände basteln. Gemeinsam mit Demir, es geht heute um selbstgebastelte Weihnachtsgeschenke. Wie geht das denn? Sieht ja wunderschön aus. Genau, das nennt sich Acrylic Pouring. Es geht also darum, Acrylfarbe dünn anzumischen und über verschiedene Objekte drüber zu schütten. In unserem Fall sind es jetzt Leinwände, die zum Beispiel so aussehen können. Das heißt, wir machen ein bisschen Chaos zusammen, oder? Genau, das Coole an diesem DIY ist halt, dass man kein Malpro oder so sein muss. Das ist also sehr gut. Das Ergebnis wird am Ende auf jeden Fall immer cool aussehen. Wir brauchen dafür einmal Acrylfarben. Aha. Und wichtig, wir müssen sie verdünnen. Entweder mit Acrylic Pouring Medium oder ganz einfach mit Wasser. Und so werden wir es jetzt auch machen. Pouring Medium, das ist... Genau, das bekommst du eigentlich in jedem Bastelgeschäft. Ja. Und das eignet sich einfach mega gut für dieses DIY, weil es halt gut mit der Acrylfarbe harmoniert. Aber mit Wasser geht es eigentlich auch. Also vor allem, wenn man es irgendwie last minute oder so machen will. Wie viel Farbe muss ich denn nehmen am Anfang? Hau gerne rein, weil wir machen... Viel hilft viel. Okay, das passt auf jeden Fall. Und jetzt schütte ich dir mal etwas Wasser rein. Dankeschön. So, und das Ganze vermischst du jetzt einfach. Und die Konsistenz muss auf jeden Fall flüssig sein. Also nicht irgendwie so wie ein Smoothie oder so, sondern wirklich flüssig. So, und das Schöne ist, da sind ja wirklich auch der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Es gibt da kein richtig und falsch, auch bei den Farben nicht, oder? Nee, man kann das DIY halt auch gar nicht bestimmen, ne? Also du schüttest theoretisch die Farben gleich da drüber und du weißt gar nicht, was für ein Muster dabei rauskommt. Das ist halt das Spannende daran. Und ich habe auch eine ganz bestimmte Technik mitgebracht, denn es gibt super viele verschiedene Techniken für dieses DIY. Aber wir nutzen jetzt diese Beutel hier. Also nimm dir gerne einen Beutel. Das sind einfach so Frischhaltebeutel, oder? Genau, aber theoretisch kannst du auch so Plastik-Einkaufsbeutel nehmen oder so. Also das macht nichts. Und jetzt schütten wir unsere jeweilige Farben erstmal hier rein. Okay. Beliebig. Also such dir einfach deine Lieblingsfarben aus. Dann nehme ich mal hier rosa. Yes, ich nehme mal erstmal ein bisschen blau, weil ich finde Pastellblau ist mega nice. Pastellfarben sind sowieso sehr schön, finde ich. Genau, und gerade auch voll im Trend. Und ich glaub, viel Wasser, viel Farbe. Oh Gott, okay, okay. Habe ich zu viel genommen? Es ist ein bisschen viel, aber es ist okay. Oh. Ich meine, why not, es fließt gleich eher alles runter. Und eine andere Farbe auch noch. Das ist schon sehr flüssig jetzt gerade hier, oder? Super flüssig. Und was wir jetzt machen müssen, einfach die Tüte zumachen. Ja. So, jetzt schnapp dir eine Schere, hast du eine parat. Ja, und jetzt ich. Müssen wir hier einmal reinschneiden. Es wird gleich komplett runterfließen, aber das gehört dazu. Also wir machen nichts falsch. Okay. Are you ready? Wie groß muss das Loch sein? Einfach reinschneiden. Es fließt von alleine. Einfach reinschneiden? Einfach rein. Okay. Okay. Drei. Am besten so von der Seite. Drei. Zwei. Eins, zwei. Okay. Warum geht's nicht bei mir? Demi, schneide bei mir. Hier, I'm here. Runterfließen lassen. Oh, perfekt. Okay. So, lass es einfach runterfließen. Und jetzt müssen wir das Ganze verteilen. Also das können wir jetzt erstmal wegpacken. Es ist eine Sauerei, also du musst auf jeden Fall dabei achten, wenn du dieses DIY nachmachst, natürlich alles vorher zu verdecken, weil sonst sind, glaube ich, deine Eltern... Das ist ein guter Tipp, ja. ...nicht so froh. Ja. Man muss auch irgendwie einen feuchten Lappen, um dann den Boden aufzuwischen und so, das ist ganz wichtig. Genau. Wie verteile ich die Farbe jetzt? Einfach hochheben und verteilen. Du kannst auch, wenn du willst, manchmal so gegen den Tisch klopfen oder so. Und es entstehen einfach so coole Muster. Und du merkst, wir selber können gar nicht entscheiden, wie es am Ende aussehen wird. Ne? Ich habe rosa genommen und habe dann grün genommen. Das wäre irgendwie eine doofe Entscheidung. Beziehungsweise man muss auch sagen, du hast sehr, sehr viel rosa reingekippt. Ja. Und ich glaube, dadurch wurden halt die anderen Farben so. Aber das Gute an diesem DIY ist, du kannst immer weitermachen. Es gibt kein Ende. Wenn du unzufrieden bist, mischst du einfach noch neue Farbe und schüttest es drüber und das Ganze lässt man dann für 2 bis 3 Tage trocknen und dann ist es fertig. Okay. Zum Verschenken, genau. Voila, mega cool und... Aber sag mal, jetzt sind das ja erstmal nur Bilder in Anführungszeichen. Kann ich das dann irgendwie noch ein bisschen kreativ aufwerten, pimpen? Auf jeden Fall. Also wenn man jetzt nicht einfach nur die Leinwand verschenken möchte, kann man zum Beispiel auch das hier daraus machen. Das ist an sich jetzt kein Acrylic Pouring, aber was ich hier gemacht habe, ist, hier verschiedene Scharniere mit Hilfe von Heißkleber dran zu kleben. Und dann habe ich dann quasi das Ganze mit einer anderen Leinwand verbunden. Und wenn man es aufmacht, ist es ein Schmuckkästchen. Also man kann dann hier einfach seine Ketten quasi aufhängen. Das sind jetzt einfach Korken. Ja. Und dann hat man quasi auch so ein Geheimversteck. Ne? Also wenn man so irgendwas von den Eltern verstecken will oder so, ist das, glaube ich, auf jeden Fall eine gute Lösung. Da kann man ja vor allem viele Sachen reinmachen. Schmuck, Briefe, Bilder. Süßigkeiten für einen Snack am Abend. Ja. Weißt du, man hat da so viele Möglichkeiten. Ja. Und ja, mega cool. Demi, vielen, vielen Dank. Wie das funktioniert, gibt es natürlich auch auf tigerettenclub.de. Und wir haben euch am Anfang der Sendung gebeten, zu entscheiden, wer bekommt das ominöse Weihnachtsgeschenk von Günther. Wir schauen mal rein in unser Voting. Wer darf oder muss dieses Geschenk öffnen? Und, oh, Demi, ich sehe schon. Okay. Das Geschenk geht an dich. Was da drin ist, ja, was Günther sich für dich ausgedacht hat, verrate ich dir später.
Jetzt aber erstmal unser Teamduell. Und dann heißt es, Geschenke aufmachen für Dimi. Und jetzt kommen wir zu unserem großen Team-Duell. Hier können die Teams zeigen, was sie richtig drauf haben. Es ist eine Teamstaffel, das heißt, jeder Frosch, jede Tigerente ist am Start. Es sind drei Spiele direkt hintereinander und ganz am Ende gibt es dann die Notbremse. Bei euch beiden hier im Studio, Jungs, bei euch geht's los. Ihr könnt euch mit dem Spiel Wackeltransport einen Zeitvorsprung gewinnen. Ihr müsst hier runter durch, darüber mit dem wackeligen Ball durch das D in diese Schale. Und der Zeitvorsprung, der gilt unseren zwei im Quälgang. Da stehen Lara und Katharina. Sie müssen die Hindernisse überwinden. Und irgendwann kommen sie dann bei unserem Quälgang an dieser Tür raus. Hinter dieser Tür gibt es eine kleine Überraschung. Die ist ein bisschen knifflig, aber die wird jetzt, wie passend, nicht verraten. Mit diesem Fortbewegungsmittel müssen sie dann zur Glocke sprinten, wo Lea und Sophie dann im Klettergarten das Startsignal bekommen und loskraxeln können. Und dann gibt es die finale Notbremse. Bevor es losgeht, wollen wir euch beide noch ein bisschen kennenlernen. Fangen wir mit dir an, Julian. Was hast du denn so für Hobbys? Also ich spiele gern Hockey und Fußball. Und was muss denn ein Hockeyspieler so können? Also er muss mit dem Hockeyball umgehen und muss eigentlich, wenn man vorne spielt, zurückkommen und nach vorne und im Mittelfeld muss man alles machen eigentlich. Und welche Position spielst du? Vorne und Mittelfeld. Und du hast noch alle Zähne im Mund? Weil das ist immer gefährlich, ne? Dass man den Puck ins Gesicht bekommt. Man hat einen Mundschutz. Ein Mundschutz. Hast du den mal irgendwo abbekommen, wo es richtig wehgetan hat? Ja, am Knie. Ui. Willst du das denn später mal beruflich machen? Mm-mm. Nein, was willst du denn dann werden? Lehrer wahrscheinlich. Lehrer? An welchem Fach? In Mathe. In Mathe? Ui, bringt uns das jetzt was bei dem Spiel hier? Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Schauen wir mal, was Argent werden will. Zwei sportliche Typen am Start. Hockey. Bei Argent ist es aber nicht Hockey, sondern welche Sportart? Ich spiele Fußball. Und in welchem Verein spielst du? Beim SV Waldhof Mannheim. Verrätst du mir auch, welche Position? Ich spiele Sechser. Was muss denn so ein Sechser drauf haben? Der Sechser muss die Bälle verteilen und ein gutes Zweikampfverhalten haben. Ist dein Vorbild auch ein Sechser oder auf einer ganz anderen Position? Auf einer ganz anderen Position. Das ist Ronaldo. Oh, CR7. Warum gerade der? Weil er sehr ehrgeizig ist und ein netter Mensch ist. Wenn du jetzt schon bei Waldhof spielst, die sind, glaube ich, aktuell dritte Liga? Ja. Ja. Da bist du in der Jugend. Was wären denn so karrieretechnisch die nächsten Stationen? So erste Liga Hoffenheim, Dortmund, Augsburg, wer weiß. Okay, wenn man die mal abgeklappert hat, Augsburg und Co., dann, wir müssen ja groß denken als Fußballer. Wo willst du hin? Barcelona. Barca. Damit du mit Messi spielst, muss ich noch ein bisschen beeilen, okay? Ja. Aber ich drücke dir die Daumen. Danke. Jungs, Amelie hat es euch eben vorgemacht. Ihr kennt unseren Parcours Wackeltransport. Es geht um 3 Sekunden Vorsprung für den Quälgang. Es geht los in 3, 2, 1, Julian! In der Ruhe liegt die Kraft. Sehr richtig. Wir haben ganz viel Zeit, nämlich noch 55 Sekunden. Wenn der Ball runterfällt, ist er verbrannt. Einfach den nächsten aus der Ruhe bringen lassen. Den Löffel gerade halten, das ist ganz, ganz wichtig. Ganz entspannt machst du das, Julian. Und? Oh, er ist im Glas. Wir haben den ersten. Sehr gut, gerade halten, super. Gut, gut, dann zurück, zurück, zurück. Da hat er sich den Kopf angestoßen. Ich habe noch 27 Sekunden Zeit. Das ist okay. Gerade halten, gerade halten. Nein, schade, 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 Schokolade, weiter geht's. Yes, der zweite. Super konzentriert, 10 Sekunden, da kriegen wir noch einen rein. 8. Jetzt müssen wir ein bisschen schneller werden. Nein. 4. Ja, geht sich das aus? 2, 1, vorbei. Boah, das wäre fast ausgegangen bei den Tigerten, aber ich schaue in unser schönes, unsere schöne Klarschale, habe ich einen Ball. Wir haben 2 Bälle im Gläschen, das bedeutet, liebe Lara, du bekommst einen 3-sekündigen Zeitvorsprung und der geht los in 3, 2, 1, go! Komm schon, komm, Marina, komm! Wow, das machst du super! Oh, Vorsprung aufgeholt. Auf geht's, Katharina. Komm. Auf die Hangelbrücke. Jetzt kommt gleich die Tür. Was ist hinter der Tür? Ich weiß es gar nicht. Oh, es sind, okay. Die Esel. Diese sturen Esel.
Oh, die mit den Eseln ist man entweder, wenn man es kann, richtig schnell oder so wie ich immer mega langsam. Das ist nicht so schlecht. Da hat Lara aufgeholt und sie ist auf dem Esel. Komm schon, Katharina. Jetzt kommt was Besonderes. Achtung, Überraschung im Fehlgang. Es gibt ein kleines Geschicklichkeitsspiel. Pyramidenbau. Und das, nachdem man so ein Parcours gelaufen ist. Hui. Muss man jetzt auch noch Becher stapeln. Das schaffst du, Lara. So, macht euch im Hochseilgarten bereit. Gleich geht's los für euch. Komm, Lara. Lara holt auf. Komm schon, Katharina. Ja, komm, Katharina. Lara, lauf, komm. Wow, geht um die letzte. Lara macht es schnell. Drei Becher. Drei, noch einer. Glocke, und zur Glocke. Glocke. Nein, die Glocke, die Glocke. Geht die Glocke, geht die Glocke. Geht die Glocke. Mega. Alles gut. Super gemacht, Lara. Mega, mega, einmal rüber, einmal rüber. Komm schon, Sophia, komm schon. Nein, du musst zurück, Lea. Und einmal durch. Ja, ist gut. Tarzan, spring. Ja, Sophia, und jetzt weiter. Ja. Und das schaffst du, ganz entspannt. Sophia, sehr gut, Sophia, sehr gut. Boah, Sophia ist richtig schnell. Super, Lea, super. Achtung, nicht hängen bleiben, Seil mitnehmen, sehr gut. Günther ist unten, wir feuern dich an. Lea, Lea, Sophia, Lea, Sophia, nur noch Lea. Das Netz. Und über die Hange. Es sind noch ein paar Meter, Mega. Oh mein Gott, die Eintern. Vorbei. Du schwebst wie Superman. Die allerletzte Notbremse, die dritte, geht an die Tigerenten. Super gekämpft. Was zwei starke Teams, zwei Notbremsen für die Frosche, drei für die Tigerenten. Das wird spannend auf der Welt, Tigerente. Geschicklichkeit ist gefragt für Julian und Adrian. Und Julian kann einen Ball mehr in das Glas legen, bedeutet Vorsprung für Katharina im Quälgang. Aber im Hochseilgarten starten Sophia und Lea gleichzeitig. Und die dritte Notbremse geht damit an die Tigerenten. Und jetzt ist die Frage, wer kann sich beim großen Finale eben länger auf der wilden Tigerente halten? 3-2 steht es bei den Notbremsen. Und zwei entscheiden das Finale, nämlich Argent oder Julian. Wir kommen zum großen Finale. Es heißt Argent gegen Julian. Es ist ziemlich aufregend und spannend. Es steht 3-2. Julian, habt ihr euch denn irgendeine Taktik oder irgendein Zeichen ausgedacht? Ja, haben wir, und zwar auf den Kopf. Auf den Kopf hauen? Glaubst du, das kriegst du hin auf der Tigerente? Ja. Bist du schon mal geritten zuvor? Einmal. Auf einem Pferd. Und wie hat es dir gefallen? Warst du gut? Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. Okay, du hast jetzt die Möglichkeit, in diese Kamera noch ein paar letzte Worte an irgendjemanden zu richten. Danke, Annette, dass du mir heute auf der Hinfahrt geschrieben hast. Wer ist denn Annette? Meine Tante. Deine Tante, dann grüßen wir Tante Annette. Drück uns bitte die Daumen. Du darfst dein Mikrofon an Günther abgeben und dich bereit machen. Argent wird für die Tigerenten am Start sein. Haben wir uns eine Taktik überlegt? Nein, nicht besonders, aber wir haben ein Zeichen, dass sie buzzern sollen. Das ist das Peace-Zeichen. Das Peace-Zeichen und das Victory-Zeichen, sehr gut. Dann wird gebuzzert, wenn Argent das Zeichen macht. Auch für dich, bevor es losgeht. Ich weiß, es ist aufregend. Willst du noch ein paar Grüße raushauen? Ja, ich will meine Klasse grüßen und meine und Frau Haug und Herr Lenz. Das sind zwei Lehrer? Ja. Was unterrichten die denn? Frau Haug unterrichtet Mathe und Herr Lenz Erdkunde. Herr Lenz, Frau Haug, Sie drücken bitte die Daumen zu Hause, damit das klappt hier im großen Finale. Nochmal für beide Reiter die Spielregeln. Also bitte auf gar keinen Fall mit beiden Händen festhalten. Wenn ihr das macht, geht das rote Licht an, dann ist der Ritt vorbei. Ansonsten, ihr müsst die Notbremsen einsetzen. Die Frösche haben zwei, die Tigerenten haben drei Notbremsen. Wenn die Notbremse eingesetzt wird, hält die Tigerente ganz kurz an und ihr beide könnt da oben kurz chillen. Danach geht's aber direkt weiter. Jetzt zählt's, Leute. Das große Finale beginnt in 3, 2, 1. Los geht's! Julian! Argent! Julian! Julian! Oh, Julian lacht an Spaß. Julian! Julian! Argent! Argent! Kein Team hat die Notbremse eingesetzt. Es wird spannend. Zwei gute Reiter. Die Jungs machen das super. Julian! Argent sieht gut auf der Tigerente aus. Die erste Notbremse ist raus. Es geht gleich weiter. Achtung, Achtung. Julian! Wir haben noch zwei bei den Tigern. Körperspannung, Julian! 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 Ich glaube, die letzte Notbremse wird
Tigern gibt es heute den Silberpokal. Sophia, du darfst ihn hier nehmen. Und für meine Mega-Frösche gibt es heute den Goldpokal. Mega spannendes Finale für Julian und Argent. Aber Julian kann sich ein bisschen länger auf der Tigerente halten. Und das bedeutet, die Frösche haben gewonnen. Und wie versprochen, Dimi, ihr habt entschieden, Dimi bekommt das Weihnachtsgeschenk von Günther. Bitte schön, das ist für dich. Du darfst es aufmachen und was ist denn drin? Ich bin gespannt. Günther, danke. Das ist das erste Geschenk für dieses Jahr. Bisschen zu früh, aber ist nicht schlimm. Günthers leckerste Fliegenmarmelade. Oh, das ist eine Spezialität. Sorry. Du musst sie probieren. Soll ich vielleicht weiter verschenken? Nee. Du geschenkt ist geschenkt. Ich habe sogar zufälligerweise einen Löffel für Dimi und er muss jetzt Günthers Fliegenmarmelade mal probieren. Oh Gott, das sieht so eklig aus. Das sieht total, hallo, das sieht total lecker aus. Sorry, ja, das sieht mega gut aus. Oh, Günther, vielen, vielen Dank. Und danke, dass ihr abgestimmt habt auf tigerettenclub.de. Aber guck, Günther hat es richtig gemacht. Er hat so ein Einwegglas benutzt, ne? Ja. Oh, mit Rosinen. Mm. Yummy. So, und? Günther, das geht auf dich. Mm. Wie schmeckt? Mm, es ist so gut. Du darfst ruhig ein bisschen mehr nehmen. Oh, nee, das reicht, danke. Ich will mir das aufheben für das nächste Jahr. Ja. Voll. Dimi, vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Danke für deine selbstgemachten Tipps. Weihnachtsgeschenke haben wir gebastelt, hat großen Spaß gemacht. Schaut mal auf seinem YouTube-Kanal vorbei. Dimkso heißt das Ganze. Und die Rezepte und Anleitungen gibt's auf tigerentenclub.de. Bis nächste Woche.